Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlecheck für Patch 8.2. Heute wieder mit einem sehr lore-lastigen Video, denn wir schauen uns die Questreihe rund um das Herz von Azeroth an. Ich habe euch ja letztens schon einmal die Herzschmiede in Silithus gezeigt und die Titanessenzen und deren Effekte. Jetzt werden wir uns das Ganze aber lore-technisch anschauen, denn hinter dem ganzen System steckt auch eine sehr interessante Geschichte, die sogar ein offenes Ende hat, wo man dann mal abwarten muss, wie es da weitergeht. In Dazar Alor bzw. Boralus werdet ihr auf einen irdenen Wächter stoßen, der euch mitteilt, dass Mutter mit den Berechnungen, die sie angestellt hat, fertig ist und wir zurück zur Herzkammer gehen sollen. Dort angekommen sehen wir dann auch schon, dass die Herzkammer repariert wurde und sich nicht mehr in ihre Bestandteile auflöst. Und Mutter hat einen Plan aufgestellt, wie wir unser Herz von Azeroth weiter verstärken können. Dazu wurde die Herzschmiede erbaut, mit der wir ungeahnte Kräfte in der Halskette freisetzen können. Außerdem wird uns mitgeteilt, dass die Essenzen der Titanen aus den Wunden Azeroths herausgekommen sind und um die planetarische Auslöschung zu verhindern, müssen wir diese Essenzen einsammeln, damit wir sie ins Herz von Azeroth aufnehmen können. Die Priorität des Ganzen sehr kritisch. Außerdem erwähnt Mutter, dass sie eine weitere Einrichtung der Titanen gefunden hat. Der Status ist allerdings unbekannt. Mehr erfahren wir nicht. Nun beginnt aber unser Abenteuer und wir werden zum Hochberg geschickt auf den verheerten Inseln, denn da wurde eine Drachenessenz entdeckt. Vor dem Eingang zu Neltarions Hort treffen wir auf Geistwandler Ebenhorn und Navarok. Ebenhorn ist ja bekanntlich ein schwarzer Drache und er spürt die Essenz seiner Brüder. Er glaubt, dass immer noch sehr viel Macht unten in der früheren Heimat von Todesschwinge verborgen liegt. Dort, wo viele Schwarzdrachen durch den Zorn von Neltarion sterben mussten. Zusammen mit Ebenhorn machen wir uns auf in die Tiefen des Berges und finden dort eine Horde rasender Erdelementare, durch die das Azerit aus den Wunden Azeroth strömt. Sie werden von dem Steinlord Mahat aus dem Tiefenkern angeführt und um die Macht der Elementare einzudämmen, müssen wir die Azeritrisse schließen, die in den Höhlen aufgebrochen sind. Wer sich an diesem Ort ein wenig umschaut, der wird eventuell einen Agenten des Schwarzen Prinzen sehen. Dieser steht unsichtbar auf einem Aufgang und wenn wir ihn ansprechen, sagt er uns, dass wir damit weitermachen sollen, was wir gerade tun. Informationen darüber, was er hier unten macht, gibt es, wenn die Zeit reif ist. Klingt mysteriös, aber Furorion werden wir sicher demnächst auch wieder antreffen. Nachdem wir die Erdelementare besänftigt haben, fordern wir Mahat auf, uns die Essenz auszuhändigen. Dieser will sie aber nicht direkt hergeben, da Ebenhorn ein Sohn des Weltenbrechers ist. Doch der Geistwandler beteuert, dass er frei vom Wahnsinn seines Vaters ist. Wir benötigen die Essenz, um Azeroth zu retten und nicht um die Welt zu zerstören. Der Steinlord willigt ein, uns die Essenz zu überlassen, aber nur, wenn wir beweisen, dass wir die Stärke haben, um sie einzusetzen. Wie finden wir das heraus? Natürlich mit einem Kampf. Nach dem Sieg über ihn bekommen wir dann die versteinerte kohlschwarze Schuppe, ein Fragment von Todesschwinge, in dem die Magie des schwarzen Drachenschwarms schlummert. Danach kehren wir zurück zur Herzkammer und Ebenhorn begleitet uns. Er schuldet es seinen Brüdern und Schwestern, dass die Macht des Schwarms nicht erneut für böse Zwecke missbraucht wird. Er will uns helfen und unsere Verbündeten kennenlernen. Wir werden freundlichst von Magni begrüßt, der allerdings ein wenig überrascht darüber ist, dass wir einen Tauren mitbringen. Mutter erkennt aber schnell, dass es sich bei Ebenhorn um den Schwarzdrachen Abyssian handelt, von dem jedoch keine Bedrohung ausgeht. Gute Nachrichten also, der Taure bietet seine Hilfe an, die Magni auch schnell annimmt. Keiner von uns kennt die Essenz des schwarzen Drachenschwarms besser als Ebenhorn und er kann uns lehren, wie wir sie benutzen, um das Herz von Azeroth zu stärken. Als Belohnung bekommen wir nun den ersten Rang der Titanenessenz Tiegel der Flammen. Darüber können wir uns aber nicht lange freuen, denn der Sprecher Azeroth schickt uns nach Nordrassil auf den Berg Hyal, wo sich eine große Wunde aufgetan hat. Dort angekommen ist es auch schon fast zu spät. Die Azerit-Elementare streuen umher und greifen alles an, was sich bewegt. Die Wurzeln Nordrassils reichen zwar tief in den Planeten hinein, doch wenn sich noch mehr Azerit-Risse auftun, ist es fraglich, wie lange der Weltenbaum noch stehen bleibt. Wir sollten also keine Zeit verlieren und die Macht unserer Halskette einsetzen, um die Wunden zu schließen. Kein Problem, das machen wir natürlich und als großes Finale erscheint noch mitten im See ein Azerit-Leviathan, den wir am Ende bezwingen müssen, um, wie Magni sagt, die Kettenreaktion aufzuhalten. Auch das schaffen wir natürlich und offenbar wurde dadurch unser Herz von Azeroth verstärkt, indem es die Energie von all den Azerit-Elementaren aufgenommen hat und vom Weltenbaum selbst.
Wir reisen zurück in die Herzkammer und siehe da, auf einmal steht Kalegos, der Abgesandte des blauen Drachenschwarms, dort herum. Auch er benötigt unsere Hilfe, doch das muss warten, denn Magni teilt uns mit, dass wir zum Mahlsturm reisen müssen, weil der Erdenring einige Probleme hat. Dort angekommen sehen wir auch schon, dass die Schamanen alle Hände voll zu tun haben. Erneut greifen die Azarit-Elementare an und die Wunden Azeroth sind überall verteilt. Wir wissen also, was zu tun ist, töten und schließen von Azarit-Rissen. Auch dieses Mal absorbiert unsere Halskette die Energien und wird dadurch stärker. Ganz praktisch, denn ein riesiger Azarit-Elementar dreht durch und muss am Ende aufgehalten werden, bevor wir wieder zurück zur Herzkammer gehen. Nun haben wir also einige der Problemherde auf Azeroth beseitigt und können uns Kalegos widmen. Er berichtet uns darüber, dass der grüne Drachenschwarm derzeit mit sonderbaren Vorkommnissen im smaragdgrünen Traum zu kämpfen hat. Meritra, die Tochter von Isera, benötigt unsere Hilfe. Dies dürfte auch eine Gelegenheit sein, um unsere Halskette mit der Macht des Traums zu verstärken. Also auf nach Val'Sharrar. Am Tempel von Elun angekommen, treffen wir auf Meritra und überraschenderweise gibt es keine Azarit-Elementare. Die Drachendame in ihrer humanoiden Form dankt uns für unser Kommen. Sie weiß nicht mehr weiter, doch ihre Mutter vertraute uns einst. Deswegen hofft sie darauf, dass wir ihr helfen können. Doch worum geht es? Die Leere hat den smaragdgrünen Traum angegriffen und viele ihrer Brüder und Schwestern sind bereits gefallen. Die übrigen müssen gerettet werden. Also auf geht es hinein in den Traum. Dort angekommen erfahren wir, dass die Macht des grünen Drachenschwarms, die hier verteilt ist, auch unser Herz von Azeroth stärken kann. Wir schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Los geht es mit der Vernichtung der Leere und dem Sammeln der Macht für unsere Halskette durch Smaragdsplitter. Wir merken bereits, während wir uns im Traum aufhalten, dass unser Artefakt stärker wird. Doch Meritra sagt uns, dass wir die eingesammelten Splitter nun noch zu einer Drachenschuppe umformen müssen, um die volle Macht nutzen zu können. Dafür gehen wir noch tiefer in den Traum hinein, um es genau zu sagen, hinein in das Herz des Traums, wo einst ihre Mutter ruhte. Schnell stellen wir fest, dass auch dieser Teil des Traums bereits von der Leere angegriffen wurde. Mitten im Herz die Leere, das kann nicht möglich sein. Doch es ist so, der Leerenschrecken hat sich hier eingenistet, den es zu besiegen gilt. Nachdem wir das geschafft haben, sehen wir auch, wieso es der Leere möglich war, den smaragdgrünen Traum erneut anzugreifen. In einer Baumhöhle finden wir Leerententakel, die wir mit unserem Artefakt reinigen, um danach die Überbleibsel der Leere zu erhalten. Eine Blume, auf deren Blätter sich Tropfen der Leere befinden. Wer damals zu Zeiten von Legion im smaragdgrünen Albtraum unterwegs war, der wird sich eventuell an diese Blume noch erinnern, die genau in dieser Höhle am Ende des Raids zu sehen war. Nun wissen wir also auch, wofür sie dort platziert wurde. Doch nun ist der Traum hoffentlich erst einmal gereinigt und wir bitten Meritra, die Smaragdkristalle in eine Drachenschuppe zu verwandeln. Zusammen mit ihren Brüdern und Schwestern des grünen Drachenschwarms setzt sie ihre Kräfte ein und formt die ungeschmiedete Drachenschuppe des Traumleuchtens. Die kondensierte Macht des grünen Drachenschwarms. Nun geht es zurück in die Herzkammer, aber nicht alleine, denn Meritra möchte uns begleiten, um zusammen mit den anderen Champions von Azeroth die Welt zu retten. Dort angekommen, gibt es noch ein weiteres Geschenk von ihr, so ermächtigt sie die Herzschmiede mit der Macht des grünen Drachenschwarms. Nachdem wir nun schon mit dem grünen und schwarzen Drachenschwarm zu tun hatten, schickt uns Kalegos ins Schattenhochland, um Alexstrasza aufzusuchen, von der er schon längere Zeit nichts gehört hat. Was komisch ist, jetzt wo die Mächte der Titanessenzen sich auf Azeroth formieren, ein solches Machtaufkommen sollte auch die Aufmerksamkeit des roten Drachenschwarms auf sich ziehen. Also nichts wie hin und siehe da, wir werden auch direkt von Dienern der Leere angegriffen, die gegen die Zinnoberdrachen kämpfen und oben auf dem Berg des Zinnoberrefugiums wird Alexstrasza belagert. Wir müssen uns also durchkämpfen, um zu ihr zu gelangen. Oben angekommen sehen wir den Verantwortlichen für den Angriff, Drachendame Vexiona, die von der Leere berührt wurde und sich dem Geflüster ergeben hat. Ihr Ziel ist es nun, alle Drachenschwärme miteinander zu vereinen, um gemeinsam den alten Göttern zu dienen. Alexstrasza und Kalegos sehen das aber anders. Während wir auf dem Boden weitere Zinnoberdrachen retten, bekämpfen sie in der Luft Vexiona.
Der große Showdown folgt jedoch vor den Toren von Grimbar Toll. Wir steigen auf den Rücken von Caligos und fliegen dorthin, um Vexiona zu stellen. Zusammen mit Alexstrasza besiegen wir die Drachendame, oder eher gesagt, wir schlagen sie in die Flucht. Wohin Vexiona fliegt, ist nicht bekannt. Doch das Treffen mit dem leeren Drachen wird wahrscheinlich nicht das letzte gewesen sein. Der rote Drachenschwarm ist also gerettet und zum Dank bekommen wir eine Schuppe der Brutmutter Alexstrasza, mit der wir erneut unser Herz von Azeroth stärken können. Danach begeben wir uns zurück zur Herzkammer, wo Alexstrasza sich mit uns treffen will. Doch wir bleiben noch kurz vor den Toren von Grimbar Toll stehen, denn hier befinden sich nun auf einmal Zwielichtsdrachenwelpen. Diese kann man im Haustierkampf angreifen, wenn man einen einfängt, dann bekommt man von ihm eine Schuppe, diese startet wiederum eine Quest. Bevor ich hier nun weitermache, eine kleine zusätzliche Information. Über die Inselexpedition kann man verschiedene Questgegenstände bekommen, unter anderem die abgewetzte Zwielichtsschuppe. Diese führt den Spieler zum NPC Irina, die sich ebenfalls vor den Toren von Grimbar Toll aufhält. Wenn man die Schuppe bei ihr abgibt, dann erzählt sie einem, dass die Trox von Grimbar Toll immer tiefer und tiefer gegraben haben. Sie sind weiter vorgedrungen, als man es für möglich gehalten hätte. Und wenn sich Irina stark konzentriert, dann spürt sie die Herzschläge von tausenden winzigen Kreaturen tief unter Grimbar Toll. Keiner weiß, wie viele der Zwielichtsdracheneier dort unten noch verborgen sind. Nun wieder zurück zu den Zwielichtsdrachenwelpen und deren Schuppe. Diese kann man ebenfalls wieder bei Irina abgeben und dann erfahren wir, dass scheinbar die Welpen langsam aus ihren Eiern schlüpfen. Lange Rede, kurzer Sinn, was hat das alles zu bedeuten? Naja, der Zwielichtsdrachenschwarm, den haben wir ja schon während Kataklysm sehr stark bekämpft und er ist auch fast ausgestorben, aber scheinbar nicht komplett. Und der Zwielichtsdrachenschwarm ist ein Diener der alten Götter. Es ist also ganz praktisch, dass sich dieser Schwarm derzeit wieder aufbaut, nun wo Nesoth kurz vor seiner Befreiung steht. Man darf also gespannt sein, was das für die Zukunft bedeutet. Aber nun sind wir erst einmal wieder in der Herzkammer. Alexstrasza ist mit uns gekommen, denn die Brutmutter möchte mit der Macht des roten Drachenschwarms die Herzschmiede verstärken, so wie es bereits Meritra mit der Macht des grünen Drachenschwarms getan hat. Nach dem Abschluss von diesem Abenteuer erreicht unsere Essenz Tiegel der Flammen nun auch schon den dritten und somit epischen Rang. Es bleibt also nur noch ein Rang übrig. Und diesen erhalten wir durch Caligos, denn er spricht uns erneut an. Nachdem wir bereits die Mächte vom grünen, schwarzen und roten Drachenschwarm auf unserer Seite haben, folgt nun sein eigener Schwarm, der blaue. Die Magier der Kirin Tor haben eine große Macht im Nexus analysiert, eventuell die Essenz, nach der wir suchen. Also reisen wir nach Nordend. Oben auf dem Nexus angekommen, treffen wir uns mit Caligos, der uns mitteilt, dass eine Schuppe von Maligos gefunden wurde, in der die Magie des blauen Drachenschwarms schlummert. Die Magier der Kirin Tor haben die Essenz bereits isoliert und wir müssen sie nur noch einsammeln. Also machen wir das und ermächtigen dadurch unser Herz von Azeroth erneut und außerdem erhalten wir den legendären Rang vom Tiegel der Flammen. Nun finden wir uns erneut in der Herzkammer wieder und haben alle Aufgaben abgeschlossen. Als nächstes können wir weitere Essenzen einsammeln, die überall auf Azeroth verteilt sind. Aber einen Moment mal, blauer, grüner, roter und schwarzer Drachenschwarm, einer fehlt doch noch. Genau, der bronzene. Und siehe da, Chromi steht auch schon in der Herzkammer bereit. Zwar hat sie keine Quest für uns, wir können sie aber ansprechen und sie teilt uns mit, dass sie scheinbar etwas zu früh da ist, aber das ist kein Problem. Schon bald werden wir mehr erfahren. Heißt also, diese Story geht noch weiter, sehr wahrscheinlich mit Patch 8.2.5. Im Endeffekt hat diese ganze Questreihe nun mehr Fragen aufgeworfen, als beantwortet wurden. Schön ist aber, dass endlich wieder die Drachenaspekte eine Rolle spielen, die ja seit dem Ende von Kataklysm verständlicherweise ein wenig stiefmütterlich behandelt wurden, wobei sie hier und da schon einmal aufgetaucht sind.
Nun müssen wir aber abwarten, wie es weiter mit dem leeren Drachen Vexiona geht, den Zwielichtsdrachen von Grimbar Toll, was genau der Agent des Schwarzen Prinzen unten in Neltharions Hort getan hat, welche Rolle die Überbleibsel der Leere aus dem smaragdgrünen Traum noch hat und was für eine Einrichtung der Titanen Mutter gefunden hat. Es wird also definitiv nicht langweilig, auch wenn wir lange darauf warten müssen, bis es die nächsten Antworten gibt. Ich sag nun danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen!